München. 9. Juni 1969. Sechs Uhr früh. Hier ist der Bayerische Rundfunk. Heute ist Montag, der 9. Juni. 6 Uhr, Sie hören Nachrichten. Die Vereinigten Staaten und Südvietnam. Das sind Meldungen von gestern. Sie stehen schon in den Zeitungen, die jetzt an den Frühstückstischen gelesen werden. Was heute passieren wird, werden die meisten erst morgen erfahren. Er ist tot. Wir müssen was machen. Was ist denn? Was ist denn los? Da ist ein Toter. Da liegt ein Toter. Wie soll man denn das machen? Ich weiß nicht. Frag mich nicht. Ach Mensch, wie kriege ich denn das Ding zum Sprechen? Ich glaube, den Knopf da drücken. Schleifspuren. Der Mann ist hier ertrunken und wurde rausgezogen aus dem Wasser. Wahrscheinlich wurde er auch beraubt. Er hat keinen Pfennig in der Tasche. Irgendwelche Anzeichen von Gewalt? Nein. Aber es sieht so aus, als ob er völlig lalle gewesen wäre. Kannst du mir das ins Deutsche übersetzen? Gern. Total betrunken. Na ja, das kommt vor. Kommt in den besten Familien vor. Der Mann ist also betrunken, ja. Geht durch den englischen Garten. Er schwankt. Er singt. Wieso singt er? Na, ich stelle mir vor, er singt. Ich habe in ähnlichen Situationen immer. Ja, also der Mann muss gesungen haben. Hat wahrscheinlich irgendwas gefeiert und geht die Böschung entlang, stürzt hinunter, fällt ins Wasser und ertrinkt. Zum dritten Mal. Bitte? Ich meine, es ist bereits der dritte, der hier im Wehr trinkt. Ja, ich weiß. Und alle sind sie stockbesoffen und kommen nicht mehr aus dem Wasser heraus. Tja. Wie tief ist denn das? Kann man da stehen? Da kann man bestimmt stehen. Ja, aber unsere Leute fallen rein und ertrinken. Und nichts lässt darauf schließen, dass irgendwelche Gewalt angewendet wurde. Ja, aber sie werden beraubt. Alle sind sie beraubt worden. Eben. Und deshalb kann es Mord sein. Ja. Chef, ich glaube, wir können ihn jetzt abtransportieren lassen. Ja. Mach das, Robert. Guten Morgen. Kriminalpolizei. Ich habe gehört, Sie waren heute Morgen in der Nähe. Ist was? Ach so. Ich sagte, Sie waren scheinbar dabei, als man den Toten gefunden hat. Den Toten? Ja. Ja, ja, ja. Ja. Haben Sie ihn gesehen? Ja, da lag er. Am Rücken. Ja, am Rücken. Das war doch, als die beiden Mädchen auf Sie zukamen. Ja, da liegt einer. Da ist einer tot. Waren Sie vorher schon da? Ich meine, sind Sie spazieren gegangen? Ja. Wo? Ja. Wo genau? Können Sie mir sagen, wo? Wo? Ja, aus welcher Richtung sind Sie gekommen? Also von da oder von da? Ja, von da. Ja, von da. Ah, und ist Ihnen nichts aufgefallen? Gar nichts? Aufgefallen? Ja, Leute. Ja. Ein Mann vielleicht, der gelaufen ist, der sich verdächtig gemacht hat. Nein. Auch wissen Sie, wir gehen immer so hier herum. Ah. Jeden Morgen gehen Sie. Sie haben nichts gesehen. Gehen wir hier herum. Ob du jemanden gesehen hast, will er doch wissen. Ob du einen Mann gesehen hast, der den hingemacht hat. Ich hab doch gesagt, ich habe keinen gesehen. Er hat nicht gesagt. Doch. Er hat nicht gesagt. Schon gut. Ich hab doch gesagt, wir haben keinen gesehen. Du hast nicht gesagt, dass du keinen gesehen hast. Das hat er nicht gesagt. Ja, dann sag ich's jetzt.
Wo lag der Tote? Wo haben Sie ihn gesehen? Wo? Ja, Sie haben doch gesagt, Sie haben ihn gesehen. Aber wo? Wo genau? Na da. Ja, aber da muss er doch erst rausgezogen worden sein. Rausgezogen? Ja, haben Sie das nicht gesehen? Was sagst du nicht? Nee. Ich sag ja. Hast du gehört, dass er gesagt hat? Nee. Ich sag ja nee. Können wir jetzt gehen? Ja, bitte. Billy! Der Tote Erich Thiemann, 32 Jahre alt, war Möbelhändler in Nürnberg. Er fuhr gestern mit seinem Wagen nach München, hatte 2000 Mark bei sich, sagt sein Prokurist, und stieg im Hotel Karten ab. Er machte einige Geschäftsbesuche und ging abends wahrscheinlich in ein Kino. Er fragte den Hotelportier nach dem Kinoprogramm und nach einem Lokal in Schwabing. Hat er ihm eins gesagt? Mehrere. Ob er im Kino war, weiß ich nicht. Aber ein Lokal hat er gefunden. Er hatte 2,8 Promille. Verstehe schon. Wieder rumrennen. Ob jemand den Mann kennt? Wo man ihn gesehen hat? Ja, irgendwo muss er ja gewesen sein. Weißt du, wie viele Kneipen es in Schwabing gibt? Mhm. Die schicken mir Fotos von Thiemann aus Nürnberg. Aber der Thiemann hatte doch einen Wagen. Was ist denn mit dem Wagen? Sein Wagen wurde am Ostbahnhof gefunden. Mit dem Zündschlüssel im Schloss. Offen. Wie ist denn der Mann vom Ostbahnhof ans Isarwehr gekommen? Da musst du anders fragen, Harry. Wer hat den Wagen zum Ostbahnhof gefahren und dort stehen lassen? Denn um 7 war der Wagen noch nicht da, wie mir ein Taxifahrer sagte. Aber um 7 war Thiemann schon tot. Das heißt doch... Ich meine, eins ist doch damit ganz klar. Thiemann ist nicht so einfach ins Wasser gefallen, das heißt... Da muss jemand an den Wagen gekommen sein, aber wie? Ja, an den Wagen und an den Schlüssel. Es gibt doch nur eine Möglichkeit, jemand muss dabei gewesen sein. Bei Thiemann, ja. Na, im Lokal schon. Jemand, der mit ihm zusammen getrunken hat. Rausgekriegt hat, wie viel Geld Thiemann bei sich hatte. Die Sache sieht nach Mord aus, Chef. Der Mörder hat nur einen Fehler gemacht. Der Wagen. Er hätte den Wagen einfach vor der Tür stehen lassen sollen. Und warum hat er das nicht getan? Das ist doch klar. Weil niemand riskieren will, dass man erfährt, in welchem Lokal Thiemann sich besoffen hat. Aber da nämlich wüssten, in welchem Lokal wir den Mörder zu suchen haben. Das Lokal, wir müssen das Lokal finden. Finden Sie nicht auch, Chef? Ja, ja, macht mal, macht mal. Ich habe noch zu tun. Macht man, macht man? Was meint Herrn damit? Wenn er mal nicht... Also, wenn er mal nicht was? Eine ganz andere Idee hat. Uns lässt er Klavier spielen und er spielt Geige. Wir gehen?
ist es vielleicht? Ja, aber nicht so, wie hier aussieht. Nicht so, so nicht. Also passen Sie auf. Ich zeige Ihnen hier eine Fotografie. Vielleicht haben Sie den Mann vorgestern Abend in Ihrem Lokal gesehen. Diesen Mann? Was ist mit dem Mann? Gesehen? Hier? Bei mir? Vorgestern Abend? Nein. Denken Sie doch erst mal nach. Was tue ich ja? Tue ich ja? Ich kenne diesen Mann nicht. Ne? Ne? Nie gesehen? Mann, wie voll der Laden hier abends ist. Und dann einzelnen Gast kennen, mein Lieber. Oder nicht mal von hier ist. Woher wissen Sie denn, dass dieser Mann nicht von hier ist? So. Woher ich das weiß? Das ist doch der Tote von der Isarwerde. Das Bild habe ich doch schon gesehen. In der Zeitung. Vielleicht in der Zeitung. Ne? Tu doch was für die Bildung. Doch kein Depp. Ne? Und 2,8? Ja, das weiß ich, was dazu gehört. Wie viel so ein Mann trinken muss. Ne? Das wüsste ich nicht. Daran würde ich mich erinnern. Warten Sie mal, wo habe ich denn das gesehen? Meine Kasse würde sich erinnern, wissen Sie? Ja, aber die kann ich ja nicht fragen, Ihre Kasse. Am besten Dank jedenfalls. Was machst du denn da? Warum kommst du runter? Ich habe gesagt, komm nicht runter! Ich will dich unten nicht sehen! Ich muss doch gehen jetzt. Was? Kann ich nicht gehen? Nein! Ich hab Nein gesagt! Verstehst du mich eigentlich nicht? Moment mal, darf ich auch Sie mal was? Was ist doch völlig zwecklos? Meine Tochter kennt den Mann nicht. Los, komm! Wie oft habe ich dir schon verboten, runterzukommen? Du, ich sage dir, wenn du noch einmal runterkommst, du kriegst Backpfeifen, dass du nicht googelst! Sie wissen, warum ich hier bin. Ja, wegen dem Toten im Isarwehr sind Sie hier. Nee, sind Sie doch hier, oder? Was wissen Sie von dem Mann? Na, kommen Sie schon! Einen Zeugen mache ich nicht. Wenn ein Zeugen machen soll, dann haben Sie mich gesehen. Dieser Mann war hier, in dieser Kneipe hier, vorgestern Abend. Ja, war da, dann Zeugen, wenn ich machen soll. Ich hab schon verstanden. Thiemann war also da. Ich bin Thiemann. Thiemann kenne ich nicht. Der Mann, der ertrunken ist, dieser hier! Nicht gewusst, dass der Thiemann ist. Dieser Mann war also vorgestern Nacht in der Kneipe hier. Wann kam er? Haben Sie gegen 11:30 Sind Sie absolut sicher? Ja. Ja, ich hab doch gesagt, ja! Das ist jetzt wichtig. War dieser Mann allein? Nur allein. Ja. Aber nicht lange. War nicht lange allein, ne? Nee. So ein Mann nicht. Für so einen hat Panse im Blick. Wer ist Panse? Panse, der Wirt, mit dem haben Sie auch gesprochen, oder? Wenn der bei ihm das Gefühl hat, der reinkommt, der hat Geld in der Tasche, dann hebt er den Hörer ab und ruft rauf in die Wohnung, komm runter, da ist einer. Ja, und dann kommt sie. Dann kommt sie runter. Komm runter, komm! Kein Geld in der Tasche hat dieses Miststück. Was denn, die Kleine da? Miststück. Was denn für eine Kleine, Mensch? Was denn für eine Kleine? Die doch nicht. Seine Tochter, die meine ich nicht. Nee. Ich meine doch. Ja.
was ist denn? Oh, hast du schon wieder die Schlüssel vergessen? Ist doch immer dasselbe mit dir. Ja, komm schon. Jeden Tag muss ich auf ihn warten und ihm die Schlüssel... Wer sind Sie denn? Was wollen Sie denn hier? Entschuldigung, ich hatte geklingelt. Kriminalpolizei. Sie sind bei der Polizei? Mhm. Dann kommen Sie rein. Ich wollte Sie etwas... Na fein, dann kann ich Sie ja alle beide gleich fragen, ob Sie diesen Mann hier kennen. Was machen Sie hier? Was wollen Sie? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass wir den Mann nicht kennen. Der Mann ist uns völlig unbekannt. Stimmt das? Ja, ich kenne den Mann nicht. Und Sie? Ja, ich kenne den Mann nicht. Hören Sie es. Zufrieden? Bitte. Auf Wiedersehen. Unverschämtheit. Einfach in die Wohnung zu kommen. Ich habe ja geahnt, dass ihr aufkommt. Ich habe nämlich unten schon fertig gemacht. Wir haben das Lokal, Chef, in dem Thiemann ermordet wurde. Stab, Robert. Stab. Stab, bitte. Die Sache geht so vor sich. Ein Gast kommt, der Wirt merkt, der Mann hat Geld, ruft drauf in die Wohnung, holt seine Freundin runter. Die hat genau das, was der Mann sich vorstellt, wenn er sich was Angenehmes vorstellt. Und systematisch wird der Mann ausgenommen. Und nach Hause geschickt. Wieso nach Hause geschickt? Ja, wenn Sie sein Geld schon hatten, hatten Sie ja keinen Grund mehr, ihn umzubringen. Ja, naja, ich weiß nicht, Chef. Na, da kommen Sie. Wer kommt? Gehen Sie denen nach, Chef? Oh, ist doch wirklich interessant, zu beobachten, was Leute tun, wenn sie Zeit haben. Und was tun Sie? Nichts. Bitte! Ja, langsam kenne ich schon Ihre Wege. Und außerdem, Robert? Ja? Es ist ein großer Unterschied, ob jemand einen Gast verleitet, eine große Rechnung zu machen, oder ob man einen Betrunkenen ausraubt. Chef? Na, nachdem er tot ist. Der Wirt lügt. Und warum lügt auch das Mädchen? Weil beide etwas damit zu tun haben, dass Thiemann nachher tot im Wasser lag. Nein, da lag er eben nicht. Na gut, daneben, das ist ja fast dasselbe. Das ist nicht dasselbe, das ist ein großer Unterschied. Das ist genau das, was den Fall so schwierig macht. Der Tote lag im Wasser und später wurde er herausgezogen. Die Frage ist ganz schlicht und einfach. Wer hat das getan? Alle wohnen in diesem Hause. Genau gegenüber ist Panses Kneipe, in der Thiemann zum letzten Mal gesehen wurde. Und das ist doch fabelhaft. Moment mal, Chef, das ist ja das Mädchen aus der Kneipe. So aus. Du, das müssen wir aber genau wissen.
Es war doch ein Signal. Ja, scheint mir auch so. Chef, schauen Sie mal nach rechts, da oben am Fenster. Das ist der Mann, von dem ich Ihnen erzählt habe. Dürfen wir reinkommen? Verhaften Sie sie endlich, ja? Verhaften Sie die Suster endlich. Nehmen Sie endlich mit. Sie haben doch gesehen, ist doch gerade reingekommen mit Ihrem Jungen. Wen meinen Sie? Den Kleinen, der mit dem alten Mann? Das ist sein Großvater. Sie kümmert sich doch nicht um ihn. Sie kümmert sich doch überhaupt nicht um ihn. Das ist Miststück. So was normal? So eine Frau, die sich um nichts kümmert? Das ist so ein Kind, so ein Junge. Immer nur mit diesen alten Leuten. Das ist doch nicht normal. Eine Frau, die sowas zulässt, ist doch nicht normal. Nehmen Sie sie mit, bitte, ja? Nehmen Sie sie mit. Sperren Sie sie ein, sperren Sie sie ein. Sperren Sie sie endlich ein! Wir können keine Frau einsperren, nur weil sie zu ihrem Kind nicht nett ist. Da müssen Sie schon mehr sagen. Was ist denn mit Timan passiert? Was denn das? Wieso denn? Was soll denn mit ihm passiert sein? Das weiß ich doch nicht, was mit ihm passiert ist. Aber Sie haben doch eben haben Sie doch gesagt, dass die was gemacht haben mit dem Timan, die Susta und der Panse. Weiß ich doch nicht. Das weiß ich nicht. Sie hat ihn mit draufgenommen, die Wohnung, das ist alles, was ich weiß. 3 Uhr war unten Schluss, hat sie mit draufgenommen, mehr weiß ich nicht. Ich weiß nicht mehr! Nee! Haben Sie das gehört, Chef? Dann sollten wir uns die jetzt mal vornehmen, die Susta und den Panse, ne? Naja, mach mal. Am besten holst du dir den Grabert dazu und... Aber bleib da am Ball, ja? Wir treffen uns im Büro. Gut. Grabert. Ja, Robert? Ja. Ist in Ordnung, wir kommen. Eine Schwabinger Kneipe, Feilitzstraße 12, anscheinend der Tatort. Jetzt soll ich nicht mit? Nein, einer muss ja hier bleiben, falls der Alte anruft. Wieso ist er nicht dabei? Anscheinend nicht, aber Robert hat eine Spur, komm. Er war also hier, an diesem Tisch hier. Ja, an diesem Tisch. Wie kommst du denn dazu, so etwas zuzugeben? Wir haben doch Rechte! Wir müssen doch nicht aussagen! Wieso? Aber Panse! Wieso? Ich hab gleich gesagt, als ich es morgens in der Zeitung las. Wir müssen das sagen, der Mann war hier. Und Sie haben ihn animiert zu trinken. Animiert? Er trank, weil er Lust hatte zu trinken. Ich kam an seinen Tisch. Ich sagte, was dagegen, wenn ich mich hinsetze? Und er fing an zu trinken. Das ist nicht verboten, oder? Die saufen nun mal alle, wenn sie am Tisch ist. Warum sonst auch nicht? Das ist doch mein Geschäft. Wann ging Timan? Halb eins. Es war sie kurz nach 12. 3 war es. 3? Was für eine Uhr hast du denn? Wieso 3? Es war nicht 3. Es war eine ganz normale Zeit. Sagt auf Wiedersehen und so nett bei euch und dann Dinge. Und wir gingen nicht eine Spur betrunken. Wo ging er denn raus? Da oder da? Ja, wieso da? Dann gebe ich Ihnen einen Ausflug. Und nach oben, rauf in die Wohnung. Was wollen Sie damit sagen? Ich will damit sagen, dass diese Frau Timan mit rauf in die Wohnung genommen hat. Haben Sie oder haben Sie nicht? Ja, ich hab. Bist du verrückt? In die Wohnung! Wir gehen zusammen in die Wohnung! Sie geben also zu, Sie haben Timan mit raufgenommen. Ich geb's nicht zu. Ich sage ja. Weiter nicht. Wir gehen jetzt rauf in die Wohnung.
Ja, sagt sie mal, ja, bin denn hier Bank oder was, ha? Ja, ich komm gleich. Ach, Sie, Herr Kommissar. Ja, grüß Gott, Traudl, kommen Sie ein bisschen näher. Grüß Gott, Herr Kommissar, was kann ich denn für Sie tun? Ja, eine Menge. Wissen Sie, ich bin gerade momentan in Geldverlegenheit. Ob Sie mir wohl diesen 100-Markschein borgen würden? Dankeschön. Sie bekommen selbstverständlich einen anderen dafür. Ja. Ja. Sie behaupten also, Thiemann sei nach einer halben Stunde wieder gegangen. Und um wie viel Uhr war das? Um 3:30. Als Thiemann wieder ging? Ja, als er ging. Und Sie wollen das bezeugen? Na ja, natürlich. Der Mann war ja völlig betrunken. Ich sagte, jetzt raus mit dem Mann. Stimmt das? Das Kind hat nichts gesehen und nichts gehört. Ich sag es doch. Wo fragen Sie denn? Der Mann hat den Kopf unter Wasser gehalten und dann raus. Kopf unter Wasser gehalten? Ja. Wo denn unter Wasser gehalten? Wo ist denn das Badezimmer hier? Das Badezimmer. Der Mann muss nämlich gar nicht am Isarwehr ertrunken sein. Na, zeigen Sie doch mal. Sagen Sie doch mal, da oder wo? Das Badezimmer. Nein, noch nicht etwa. Na los, los! Suster. Es kann doch sein, Chef, warum nicht? Sie haben den Mann in der Wohnung gehabt, betrunken gemacht, beraubt und in der Badewanne ertränkt. Und den Ertrunkenen haben Sie dann ans Isarwehr gefahren. Mit seinem eigenen Wagen wahrscheinlich. Den natürlich vor dem Lokal niemand finden sollte. Und den Sie deshalb am Ostbahnhof abgestellt haben. Was spricht dagegen, Chef? Dieser 100-Markschein. Seipel hat damit bezahlt. Ich habe ihn im Labor untersuchen lassen und Sie sagen, er hätte im Wasser gelegen. Sie könnten sogar sagen, in welchem Wasser. Genau dort, wo der Tote gefunden wurde. Ja, natürlich. Sie werden keinen Toten mit seinem Geld ins Wasser geworfen haben. Ja, das heißt also... Ja, was heißt das eigentlich? Weiter nichts, als dass die alten Leute im Besitz von Geld gewesen sind, das der tote Thiemann in der Tasche gehabt hat. Na, dann nehmen wir die doch fest. Ja, was hat das für einen Sinn? Also, ich würde sie festnehmen. Und Sie werden sagen, Sie hätten es gefunden. Und wir müssten es Ihnen glauben. Nein, nein, das müssen wir ganz anders machen. Die Kneipe jedenfalls, die ist sehr interessant. Ich werde sie mir ansehen heute Abend. Allein, Chef? Nein, nein, du kommst mit. Vielleicht kriegen wir Rabatt. Du bist ja langsam Stammgast da. Mhm. Schatten der Nacht legt sich dein Arm um mich. Im Schatten der Nacht sehe ich nur noch dich. Im Schatten der Nacht fliehen wir in die Einsamkeit und bleiben dann nur noch zu zweit. Corinna, 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 so komm doch hoch. Wie die Hühner, sehen Sie nur. Ich gehöre dir. Corinna, 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 so komm mit mir. Forever and always. Hans ist große Nummer hier. Die kommt tatsächlich rüber, so viel Nerven hat die. Darf ich mich setzen? Ja. Danke. Sind Sie auch Polizist? Ja, das frage ich mich täglich. Dann wollen Sie mich auch noch fragen. Nach dem Mann aus Nürnberg. Nein, das habe ich nicht vor. Nein? Nein, ich wollte Sie etwas ganz anderes fragen. Was trinken Sie, Bier oder... Mir wäre Bier recht.
Ja, dann bestell mal 3 Bier, nicht? Eins nicht zu kalt, du hast. Drei Bier, eins nicht zu kalt. Fliehen wir in die Einsamkeit. Was wollten Sie mich fragen? Ja, warum kümmern Sie sich eigentlich nicht um Ihren Jungen? Mein Großvater passt auf. Der hat genug Zeit. Ja, das scheint so. Er geht ja täglich mit ihm im englischen Garten spazieren, bis zum Isarbeer. Du stellst hin. Nichts ist los. Stellen Sie das Bier hin. Geh, Panse. Darf man vielleicht erfahren, worüber hier gesprochen wird? Ich sag doch, geh. Ja. Das Isarbeer kennen die ja nun in- und auswendig. Wer die? Ah, die 5 alten Männer da. Seipel, Lansky. Na und? Ja, die haben immer ihren Jungen bei sich. Warum sollen sie nicht? Wie stehen Sie eigentlich mit Ihrem Großvater? Stehen? Überhaupt nicht. Wieso stehen? Wenn Sie mich genau fragen, ich mag ihn nicht. Ihn nicht, die anderen nicht, alle nicht. Die sind mir gleichgültig. Ja, aber die haben doch alle ihren Jungen bei sich. Also, ist Ihnen der auch gleichgültig? Wenn Sie es genau wissen wollen, ja. Na ja, wenigstens ehrlich. Ist doch mir egal, was ich denke. Was halten Sie davon, Chef? Ich meine, dass diese Frau den Teammann auf dem Gewissen hat. Was? Hm? Er ging durch diese Tür da, ne? Ja. Und war verloren. Du bleib mal hier, ich will mir das mal anschauen. Ja. Chef, die rechte Tür, dann links geht die Treppe rauf. Ja, danke. Halt du die Stellung hier und mach nicht zu viel Späßen. Ja, ein Bier noch. Sie sind doch die Tochter vom Wirt. Sie wollen verreisen? Nein. Ach, Sie haben jemand anderen erwartet? Nein. Aber mein Vater ist unten. Ja, ich weiß. Könnte ich mir die Wohnung mal ansehen? Bitte. Kriminalpolizei. Mein Zimmer, einen Stock höher. Ich will nicht hier wohnen. Weil die Schwester hier lebt? Lebt sie denn hier, die Schwester? Ja, nicht immer. Aber sie kommt immer wieder. Und ihr Vater? Er lässt sie immer wieder rein, wenn sie will. Er tut also, was sie will? Ja, er tut alles, was sie will. Wollen Sie die denn nicht endlich verhaften? Sie hat ihn doch mit heraufgebracht. Betrunken gemacht. Ja, das ist aber nicht strafbar. Und umgebracht! Wo denn? Wie denn? Ich habe nur gehört. Was haben Sie gehört? Streit. Wo ist denn Ihr Zimmer? Genau hier drüber. Und da kann man alles hören? Ja, wenn man das Ohr auf den Fußboden legt. Was Sie natürlich getan haben. Ja. Und was haben Sie gehört? Streit. War denn Ihr Vater dabei hier? Nein, nicht. Er war nicht dabei. Er ist nie dabei. Er hat sein Zimmer ganz hinten. Er kommt nie nach vorne, wenn sie jemand mitbringt. Sie hat den Mann umgebracht. Er ist doch ertrunken. Im Isarwehr ertrunken. Ja, vielleicht hat sie ihn begleitet und ins Wasser gestoßen. Ja, so wird es wohl gewesen sein. Glauben Sie das Moment. Nicht? Moment. Ausgerechnet, wenn ich die Bude so voll habe. Schau dich doch mal an, wie du aussiehst. Und kommst du immer wieder. Sie will nichts mehr von dir wissen. Glaub mir, sie kann dich nicht ausstehen. Hanse! Hanse! Hetter! 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 Da bist du ja. Was soll das? Was mit den Koffern? War schon wieder einer hier?
Wer ist das? Wo steckt der Kerl? Kann ich noch was für Sie tun? Ja. Ja, zahlen. Ja. Kapitulieren darf. Hanse war ziemlich aufgeregt, dass Wegsteiner so kalt war. Ja. Oh. Verdammt kalt, was? Mhm. Walter. Ja. Du nimmst dir morgen gleich den Wegsteiner vor, ja? Ja. Hole alle Auskünfte ein, die du kriegen kannst. Der Mann ist wichtig. Mhm. Und Harry, für dich habe ich einen ganz besonderen Bonbon. Du darfst morgen jemanden von der Schule abholen. Ah. Herr Tapanze. Der ist dir hübsch? Ja. Ja? Aber vergiss bitte nicht, dass du Polizist bist. Also, das ist alles klar, ja? Ja. Mhm. So. Wiederschauen. Wiederschauen. Ich muss jetzt auch nach Hause. Meine Frau weiß gar nicht mehr, wie ich aussehe. Guten Abend, Chef. Helga? Ja, Chef? Wenn irgendwas Wichtiges ist, dann ich bin in der Wohnung. Ja, ja, ich werde Sie anrufen. Was? Guten Nacht. Du, Helga, du bist so ein Kumpel von mir, hm? Na klar, das weißt du doch. Wie mache ich das eigentlich mit einer 17-Jährigen? 17-Jährige? Harry, immer originell sein. Immer originell sein. Immer originell sein. War's zu laut? Was ist das? Warum? Was? Warum? Alter Sascha! Warum? Haben Sie nicht verstanden, mein Lieber? Was? Was? Was denn? Bini! Bini! Ich bin Angestellter. Ist deine Wohnung? Mhm.
Hm? Zwei Zimmer in Nymphenburg. Ich will mit dir kommen. Warum? Bist du nervös? Und was hast du gemacht? Sie ging rauf und ich habe unten gewartet, im Hausflur gewartet. Sie sagte, warte hier. Ja, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Die wollte tatsächlich den Koffer holen, um zu mir zu ziehen. Hat sie gesagt, warum? Sie wollte von zu Hause weg. Unter allen Umständen von zu Hause weg. Ich hatte den Eindruck, sie hat nur auf jemanden gewartet, dem sie so ein Angebot machen konnte. Harry. Ich sagte jedem. Harry. Jedem. Aber sie kamen nicht herunter. Nein, weil der Vater muss sie angeschlossen haben. Ich hörte nur noch, wie sie oben gegen die Tür schlug, aber er ließ sie nicht raus. Fliegt ein Engel durchs Zimmer? Ja, 17 Jahre alt. Was ist mit Wegsteiner? Das ist ein dolles Ding. Die Suster hat doch einen Sohn, den kleinen Jungen da. Ja. So ein Junge muss ja auch einen Vater haben. Und das ist Wegsteiner. Wegsteiner ist der Vater. Aber die Suster wollte nie Kinder haben. Und als sie das Kind von Wegsteiner kriegte, war sie so wütend darüber, dass sie überall verbreitet hat, Wegsteiner sei nicht der Vater. Bloß um ihn zu quälen. Hm. Aber er kommt nicht los von ihr. Sie hat ihn ganz verrückt gemacht. Man kann schon sagen, er ist krank. Ja, er ist richtig krank. Na, jetzt wissen wir eine ganze Menge mehr. Möchte wissen, warum ich verhaftet werde. Weißt du überhaupt nichts? In der Sache nichts zu tun. Bitte. So lächerlich. Ja, da hat er gesessen, der Mann aus Nürnberg. Da! Was wissen Sie doch längst? Und Hilde hat mit ihm am Tisch gesessen. Sauber alles. Klargestellt, dass sie da gesessen hat. Und auch, dass sie mit draufgenommen hat. Das ist alles längst zur Sprache gekommen. Ja, das ist alles längst zur Sprache gekommen. Ich möchte jetzt eigentlich nur noch wissen, wo waren Sie gestern Abend? Na oben. Ist ja immer oben. 1 Uhr nachts. Wie oben? In der Wohnung? In Ihrem Zimmer? Schliefen Sie schon? Natürlich schlief sie. Ich schlief nicht. Ich war wach. Als sie raufkam, als sie mit dem Mann raufkam, wurde ich wach. Und wo waren Sie, als die Susta den Mann aus Nürnberg mit hinauf in die Wohnung nahm? Ich war hier. Da drüben. Sind Sie immer hier? Jeden Abend? Ja, Er ist meinetwegen hier. Jeden Abend sitzt er da und starrt mich an. Wissen Sie das nicht längst, Herr Kommissar? Doch, ich weiß. Er sitzt nicht nur jeden Abend hier, sondern er steht auch stundenlang draußen vor der Tür. Mich stört das nicht. Und nun zu Ihnen. Die Fragen, die ich Ihnen jetzt stellen werde, die werden Ihnen nicht gefallen. Wieso denn? Als Hilde Suster den Mann mit hinaufnahm, was taten Sie da? Gezahlt und bin gegangen. Nach Hause? Ja. Sie waren eifersüchtig. Sie konnten doch gar nicht nach Hause gehen. Sie blieben noch draußen vor der Tür. Nein. Vor dem Haus, natürlich. Nein. Aber selbstverständlich, vor der Toreinfahrt haben Sie gewartet. Stunde um Stunde haben Sie gewartet. Wann geht der Mann? Wann kommt der Mann? Wann kommt er endlich aus diesem Haus da? Na, wann kam er? Ich weiß ich nicht. Sie wissen es doch ganz genau. Nein! Gut, ich werde es Ihnen sagen. Um 4? Um 5? Nein. Um 7.
Es war genau 7 Uhr morgens. Geben Sie es zu? Was soll das? Zu mir hast du es doch auch gesagt. Hat er? Na? Was ist denn los? 7. Ich hab den Mann rausgeworfen, da war es 3:30. 3:30? Und kommt erst 7 aus dem Haus? Tja, was bedeutet das wohl? Na, wollen wir mal überlegen, nicht? Der Mann wird aus der Wohnung herausgeworfen. Er schimpft, er resoniert. Tür fällt hinter ihm zu. Er dreht sich um und sieht nach oben. Oben auf der Treppe steht ein Mädchen. Hertha Panse steht da und nimmt ihn mit hinauf. Jawohl, nimmt ihn mit hinauf, sage ich. Und wählt ihn bei sich. Denn sie brauchte ja nur jemanden, der sie mitnimmt, der sie wegnimmt, damit sie endlich hier aus diesem Haus herauskommt. Thiemann war betrunken. Hat er noch weiter getrunken bei Ihnen? Ja. Er ging ungefähr 7 Uhr. Aber er nahm sie nicht mit. Er ließ sie sitzen. Hatten Sie Ihren Koffer schon gepackt? Ja! Aber nein! Sollst du nein! Ja! 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 Ich will Ihnen sagen, wie der Mord geschah. Thiemann kommt aus dem Haus, er ist völlig betrunken. Er geht an seinen Wagen, er sucht seine Autoschlüssel, er findet sie. Ja! Da kommt plötzlich ein Mann aus der Toreinfahrt gegenüber. Er geht auf Thiemann zu. Mann, sagt er, in dem Zustand können Sie doch gar nicht fahren. Geben Sie mal her. Geben Sie mir mal die Schlüssel. Sie waren der Mann. Der Hass seiner ganzen Nacht war in Ihnen. Sie stiegen in den Wagen und fuhren den völlig Betrunkenen an die Isar und da warfen Sie ihn auch ins Wasser. Nee. Nee, das tut mir leid. Damit kann ich Ihnen nicht dienen. Nee, nee. Nee. Damit kann ich euch nicht dienen. Nee. Und dir auch nicht, doch. Nicht gefahren. Den. Ins Wasser geworfen, so ein Quatsch. Du bleibst dabei, ja? Ist gesehen, ja? Der Mann ist aus dem Haus gekommen, ja, das habe ich gesehen. Ist auch zu seinem Auto gegangen, das stimmt, aber er fand ja seinen Schlüssel überhaupt nicht. Er ist zu Fuß gegangen, die Straße runter. Und ich bin nach Hause gegangen, verstehen Sie? Nach Hause, ich bin schlafen gegangen. Das glaube ich Ihnen einfach nicht. Aber bitte, wir haben ja Zeit. So schnell geben wir nicht auf, oder? Verhör bei Musik. Das haben wir noch nie gehabt. Jetzt ist denn die Party endlich zu Ende? Hm? Wie spät ist es denn? 11. In 100 Jahren werden Sie von mir nichts anderes hören. Ich habe den Mann in Ruhe gelassen. Ich bin nach Hause. Ich bin nach Hause gegangen, schlafen, verstehen Sie? Der Mann, der ist selbst von alleine ins Wasser gefallen. Ja, von alleine. Na ja. Erste, na ja, wieso, na ja. Kann natürlich sein.
Ich war verpflichtet, jedem Schatten eines Verdachts nachzugehen. Das habe ich getan. Sie können gehen. Ich benötige Sie nicht mehr. Der Fall ist erledigt. Chef, es war ja eine ziemliche Pleite. Oh, ich bin zufrieden. Wir haben noch eine Möglichkeit. Juni 1969. Hier ist der Bayerische Rundfunk. Heute ist Donnerstag, der 12. Juni. Wir bringen Nachrichten. Bundeskanzler Kiesinger und die Ministerpräsidenten der Länder einigten sich gestern in Bonn nach einem Morgen, Herrn. Da sind wir wieder. Schönes Wetter. Gehen wir mal los, nicht? Ja. Wartet, was ist das? Ja, 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 Opa! Komm, besorg mir ein Taxi, ja? Ja, ein Welt für ein Taxi! Wegsteiner, wollen Sie immer noch lügen? Sie haben doch genau gewusst, was die alten Leute hier tun. Dass sie Betrunkene umbringen und ausrauben. Und aus diesem Grunde haben Sie Thiemann hierher gebracht und allein gelassen. Sie konnten sich auf die alten Männer verlassen. Ihre Eifersucht hat Sie zum Mitschuldigen gemacht. Na, wie geht's? Ich kann dir sagen, erste Klasse. Was die anderen auch abführen, ne? Ja. Verdammt, Kommissar. Wissen Sie, dass ich völlig fertig bin? Das glaube ich. Aber Sie haben Ihre Sache sehr gut gemacht. Danke, Kommissar.